miteinander. Sie erinnern sich an die Hungersnot von Somalia? Sie macht mich schuld. Der nächste Gast macht. Ja, sie ist eine Frau, eine gelernte Verlagskauffrau, das habe ich auch mal gelernt. Sie ist 66 Jahre jung, kommt aus Hamburg, hat 1976 ihr erstes eigenes Modegeschäft eröffnet. 1997 hat sie auch zwei Märchenbücher veröffentlicht. Ansonsten ist das Ganze nicht mehr wegzudenken. Perfektes Promi-Dinner, Promi-Shopping-Queen auf High Heels durch Afrika und natürlich das Dschungelcamp. Hier ist Barbara Engel! Sie riecht immer gut, die Frau Engel. Danke. Habe ich vorhin schon gesagt, hat sie mal gerochen, sie riecht gut. Ja, oder? Ich bin gar nicht mehr weggekommen von hier. Barbara, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, ihr Family und Friends, finde ich sehr, sehr angenehm. Ja. Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Das war ein bisschen langweilig. Schon gegangen. Barbara, was möchtest du trinken? Eine Cola, bitte. Eine Cola? Ja, Coca-Cola. Eine Coca-Cola? Coca-Cola. Nee, Pepsi-Cola haben wir hier in dem Laden nicht. Das ist eine Original-Coca-Cola in der schwarzen Verpackung. Aber mit einer Zitrone. Ja, ist drin. Aber das klappt doch alles. Sollten die Gäste sich lieber vertauschen, dass der sprechende Gast gegenseitig ist, dann ist das völlig Wurst. Ja, da hat man die Dame auch in der Mitte. Also wir hätten es gerne. Wie ihr das wollt. Ist mir wurscht. Ach, das ist Barbara, immer wenn wir uns sehen, wir haben uns ganz lange nicht gesehen und dann haben wir uns wieder gesehen und ich habe mich erschrocken, positiv. Weil du wirklich immer jünger wirst. Und jetzt fragt man sich, woran liegt das? Liegt das daran, dass du das machst? Nein. Als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe vor einigen Wochen und dich gefragt habe, wie ich dich gerne beschreiben soll, hast du gesagt, ich soll dich als Lebenskünstlerin bezeichnen. Ist das richtig? Tja, ich bin Lebenskünstler im wahrsten Sinne des Wortes. Und das tut dir verdammt gut, stelle ich fest. Aber hallo. Oder? Erzähl mal, was machst du heute? Was ich heute mache? Also heute bin ich hier bei dir in dieser wunderbaren Talkshow. Und soll jetzt erzählen, was ich heute mache. Also ich mache immer viel, deshalb ja, jeder Tag ist spannend, jeder Tag ist neu. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich irgendwelche Projekte wissen. Also ich habe gerade mal so ein Buch. Genau, das ist was ganz Interessantes, hat mir mit Margaret vorhin schon von, du hast ein Kinderbuch geschrieben oder Kinderbücher geschrieben. Und das Besondere an den Kinderbüchern ist, du hast die übersetzen lassen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier alle interessiert, hier so Kinderbücher oder andere. Doch, also es ist ein Kinderbuch. Krim ja ganz richtig gesagt haben, schon sind überall zu Hause. Und weil sie überall zu Hause sind, habe ich gesagt, gehe ich mal überall hin und habe also ganz wunderbare Märchen, die unbekannt sind, in Antiquariaten gesucht. Und dann habe ich die zusammengetragen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich wirklich, ich habe ja zwei Töchter, bin stolz, und habe sie jeden Abend also immer mit irgendwelchen Gute-Nacht-Geschichten ins Bett gebracht, damit sie immer einen schönen Traum haben und gut einschlafen. Und als diese ganze Flüchtlingsgeschichten hier und alles wieder so in das Thema wurde und alle da irgendwie ganz wichtig dazu was beigetragen haben, habe ich gesagt, das Wichtigste sind doch eigentlich bei uns die Kinder. Weil den Kindern gehören die Kinder und das Wichtigste. Oder was meint ihr? Also für mich ist das jedenfalls so. Und den Kindern gehört die Zukunft. Wer lacht da hinten mit Recht? Den Kindern gehört die Zukunft und da habe ich gesagt, okay, dann lasse ich als ein Märchen, mein Lieblingsmärchen, ins Syrische übersetzen und habe den Preisträger von der Auma Obama, von dem New Act Award. Das ist die... Die Schwester von Barack. Die Schwester von Barack Obama. Ja, von Barack, ne? Alles verstanden? Ja. So, und ein Preisträger hat mir das eben wunderbar übersetzt
Und das ist also in jedem Buch dabei. Das bedeutet, ich lese dann auch, wenn mir jetzt hier gar nicht wichtig tue, das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich lese in Flüchtlingsheimen und auch vor Waisenkindern und so weiter, vor Deutschen und Flüchtlingskindern zusammen, weil die Völkerverständigung, man kann auch sagen, Integration beginnt bei den Kindern. Das ist einfach die Message, einfach so auf meine Art. Jetzt haben wir uns ja im Vorfeld schon öfters über das Buch unterhalten und auch über das Thema Kinder. Und man merkt irgendwie, wenn du über Kinder sprichst, dann leuchten deine Augen. Das wird ganz groß. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du hast eine wahnsinnig enge Beziehung zu deiner Tochter. Oder zu deinen Kindern generell, aber zu deiner Tochter. Zwei Töchter. Zwei Töchter. Ich bin perfekt vorbereitet. Zu deinen beiden Töchtern eine ganz, ganz enge Beziehung gezeigt. Ja. Also, wir haben uns mal unterhalten, als wir ganz stolz die Fotos gezeigt und so weiter und so. Jetzt hast du ja ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter dir. Du warst hier unterwegs, du hast gedreht, du hast dies gemacht, du hast geschauspielert, du hast das gemacht, du hast ja irgendwie alles gemacht. Ey, geschauspielert habe ich noch nie. Vielleicht hat ihr noch gesteckt. Aber ich habe alles gemacht und noch nie geschauspielert. Jetzt weiß ich auch, warum meine Moderationskarten von dir geschrieben wurden, Frau Schlimmste. Nein, okay, aber du bist ja sehr, sehr viel unterwegs gewesen und hast gerade ein bewegtes Leben gehabt. Jetzt steht das. Das ist doch nicht zu Ende gehabt, das geht ja schon. Du hast ein wenig Entschuldige bitte, pardon. Aber ich weiß es zufällig selber, es ist ein wahnsinnig schwieriger Grad zwischen viel unterwegs sein und Familienpflege. Wie hast du das gemacht? Also, bei meinen Töchtern habe ich jetzt losgelassen, die habe ich ja bereits erzogen und die sind selbstständig, das ist ja auch was geworden. Und ja, jetzt lege ich wirklich los. Jetzt, ich habe noch keine Enkel und so weiter, jetzt kann ich Party machen. Das finde ich gut. Ne? Ja. Genau, und was mich nochmal interessiert, wir müssen einfach drüber sprechen. Ja, du hast es vorhin so schön salopp gesagt. Du hast ja nun mal, du warst ja viele, viele Jahre verheiratet. Ja, 30 Jahre, wow! Und wie hast du es vorhin so schön gesagt? Irgendwas, wie hast du es gesagt? 30 Jahre verheiratet und trotzdem durchgefallen. Ja, ich bin voll durchgeflogen. Also die Nummer war nicht so gut. War nicht so gut, nein. Ja. Wie ist es heute, wenn du heute so auf diese Zeit zurückguckst? Das war ja auch ein wahnsinnig... ich sag mal, sehr öffentliche Zeit für dich zum damaligen Zeitpunkt. Wie, wenn du da heute zurückschaust auf diese Momente, was denkst du? Es war wunderbar, aber es hat mich alles zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich finde alles toll, was man erlebt hat in der Vergangenheit. Ich habe heute ein wunderbares Verhältnis zu Bert Hertzsprung. Also das geht jetzt viel besser, weil jetzt meckert keiner mehr, dass ich die Nudeln nicht al dente mache oder irgend sowas. Ich bin viel entspannter. Gleich noch ein bisschen weiter und wir haben auch gleich noch ein ganz, ganz tolles Spiel mit dir vor. Ach nee. Ich liebe Spiele. Ja, aber das wird. Aber wehe, das ist sowas wie gestern. Du brauchst nicht was Furchtbares. Was hast du denn gestern? Nee, erzähle ich nicht. Das wissen nur meine Freunde, die hier sind. Das war ein KitKat Club, darüber wollen wir nicht. Okay, also wir möchten gerne bevor wir über dieses tolle Spiel reden, möchten wir gerne den nächsten Act ankündigen. Es sind zwei ganz, ganz fabelhafte Künstlerinnen. Beim letzten Mal, bei der ersten...